Moin, ihr Wissensdurstigen und willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich hier eine Mercedes-Benz C-Klasse vom Baumuster 205 und an dem Fahrzeug will ich euch zeigen, wie man die Scheibenwischerblätter wechselt. Habt ihr da noch nichts Adäquates an Ersatzteilen am Start, packe ich euch ein paar Links in die Beschreibung, klicken, kaufen, einbauen. So, genug der langen Worte, auf geht's und viel Spaß. Um die Wischerblätter zu wechseln, muss ich mir die Wischerarme erstmal in die Service-Position bringen. Das mache ich wie folgt. Ich drücke jetzt den Zündstartschalter zweimal. Dann betätige ich den Schalter für die Wischerarme einmal nach vorne und wenn die Wischerarme dann ganz oben sind, mache ich die Zündung aus und dann bleiben sie oben nämlich stehen. Also einmal gedreht und aus. Und jetzt können wir die Wischerblätter wechseln. So, wir fangen mit dem auf der Fahrerseite an. Wir winkeln uns den Wischerarm so an. Mit der einen Hand ziehe ich das Wischerblatt jetzt etwas nach hinten. Das muss man machen, damit er hier oben entriegelt. Dann nehme ich mir die andere Hand, ziehe diese schwarze Kappe nach oben und dann kann man das Wischerblatt einfach so entfernen. Retour ist natürlich ähnlich. Das Wischerblatt hier oben in den Wischerarm gedrückt. Darauf zu achten ist, dass hier auf der hinteren Seite der Stempel rausguckt, das Wischerblatt abermals nach hinten gerichtet ist. Jetzt schnappen wir uns wieder die Kappe, drücken sie nach unten und das Wischerblatt ist gewechselt. Das Ganze überprüfen wir nochmal, ob das auch fest sitzt. Wenn das der Fall ist, legen wir den Wischerarm wieder vorsichtig auf die Scheibe. Und dann geht's an die Beifahrerseite. Und auch hier winkeln wir uns den Wischerarm an. Das Wischerblatt im unteren Bereich nach hinten drücken, nach hinten ziehen. Die Kappe nach oben schieben. Wischerblatt entfernen, erneuern, wechseln. Das neue in den Wischerarm reinlegen, hier hinten auf den Stempel achten. Das Wischerblatt ist abermals nach hinten gerichtet. Kappe nach unten gedrückt, kontrollieren und zurück auf die Scheibe. Vorsichtig. So, und um die Wischerarme wieder dahin zu bringen, wo sie herkamen, einfach einmal die Zündung drücken. Und schon fahren Sie wieder zurück in Ihre Ausgangsposition. Und das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch einen Daumen nach oben da, ein Abo und kommentier das Ganze. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, der Chess-Techner kann auch dir helfen.